So, und damit willkommen zurück zu The Sinking City. Wir haben in der letzten Folge das mit Usha kennengelernt und schlussendlich ging es ja bei dem Raymond um jemanden, der eine Mumie mitgehoben hat. Raymond, ihr wisst schon, der dann übernommen wurde von der Usha. Und diese Mumie wurde in ein Versteck gebracht und das muss sich wahrscheinlich hier befinden. Und wir schauen mal rein. Welche Wesen uns hier erwarten? Menschen? Wildbeester? Oder irgendeine Kombination daraus. Ein bisschen Loot kann man auch mal gebrauchen. Ein Verletzter versuchte mit aller Gewalt in dieses Zimmer zu gelangen. Komm ich da rein? Loot. Was ist denn das? Das sind Biester, die wir noch nicht gesehen haben. Riesenkram. Das sieht ein bisschen aus der Nebel oder so Fog, diese Wesen. Das sind auch wieder Patronenhülsen. Es geht nach unten nicht, unten ist Wasser. Wir haben hier aber zerbrochene Kanister. Auctarium ad vitam Pyreski. Die essentiellen Salze von Tieren können so präpariert und konserviert werden, dass ein kluger Geist Rusch aus die gesamte Arche Noah in seinem privaten Studierzimmer aufbewahren und den vollständigen Körper eines Tieres aus dessen Asche nach Begehr auferstehen lassen kann. Und mittels dieser Methode vermag ein Gelehrter ohne jedwede kriminelle Nekromantie aus essentiellen Salzen des menschlichen Staubes, zu dem der Körper zuvor zerfiel, jeden toten Ahn zu erwecken. Borellus. In dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt die schönste Wahl, wenn drüber geredet wird, wie man aus wenig wieder einen ganzen Menschen erschaffen kann. Haben sie erst an Tieren experimentiert? Haben sie vielleicht die Urahnen, die Mumie, versucht wiederzuholen? Ich glaube nicht, dass damit Operationen durchgeführt wurden. Weil das Besteck ist nicht gerade sauber. Wollt ihr es nicht mal säubern immer? Dann haben wir diesen Tisch, wo sie angeschnallt war. Was auch immer in diesem Labor vorgefallen ist, hatte nicht viel mit normaler Wissenschaft zu tun. Nee. Und da drüben ist eine Leiche. So, wir können hier... Sie wird Ihnen nichts über Kefigonal oder Gold verraten. Sie wird nicht mit Ihnen reden. Nur die Saat darf davon wissen. Die Saat, das sind wir, die Auserwählten. Ist das Hill gewesen? So ein Arsch. Okay, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Das hör schon. Der ist über uns. Oh, der port sich zu uns rum, das weiß ich noch nicht. Das sind kleine, die können wir so erledigen. Machen wir aber erstmal weg, weil. Okay, wir brauchen schnell Granaten. Und weg. Vorher explodiert. So. Diesmal nicht. Gibt es da etwa eine zweite Form, die stärker explodiert als... Okay. Dann würde ich fast sagen, es gibt Ascheronier, die explodieren. Dann nehme ich alles zurück für die Einteilung. Wir wissen ja, die Stykia hatten... drei Formen plus jetzt eine vierte mit diesem grünlichen Schein aus vielleicht dem DLC, ich weiß nicht, woher die kam. Die Letianer hatten drei Formen, normal, die unsichtbare und die, die immer wieder aufsteht. Die Kuzitia hatten die normale Form plus die eine, die halt so ein bisschen Gift verschießt. Und die Ascheronia scheinbar jetzt auch zwei. Krass. Okay, was finden wir hier noch Schönes? Mehrere Zylinder, was auch immer da drin ist. Können wir das ausleuchten? Nee.
Warum hat man solche Zylinder, wenn ich mal reingucken kann? Naja. Sagst du auch mal was dazu? Kann man das eigentlich kaputt schicken? Steht darin Aspirin. Das muss extra nochmal verwahrt werden. Na gut. Aspirinsalze. Ein Skelett. Tagebuch des Alchemisten, 7. Juni. Materialisierung erfolgreich. Musste Opfer mit Säure zum Reden bringen. Wer hätte gedacht, dass die Gruft der Eingang ist? 12. September. Materialisierung erfolgreich. Der alte Dialekt des Verstorbenen ist schwer zu verstehen. Zudem weiß er nicht, was man gegen den Wahnsinn tun kann. 23. Oktober. Raymond fand die Mumie, die ich haben wollte. Aber trotz Säure weigert sie sich, über Ketikonar und den Wahnsinn zu sprechen. 9. Januar. Raymond will sein Gold haben. Aber sie verrät nichts, weil ich kein Auserwählter bin. Ich muss zu härteren Mitteln greifen. Solange ich ihre essentiellen Salze habe, kann ich sie wiederbeleben. Der alte Dialekt des Verstorbenen. Okay, heißt, sie hatten sogar davor schon einen anderen gehabt. Sieht aus wie eine Mischung aus Asche und Salz. Ich will gar nicht wissen, woher das stammt. Okay, es sind also irgendwelche Älteren, die sie wieder beschworen haben, um den Eingang zu finden. Okay, wo beginnt's? Hier. Sie haben versprochen, dass wir reich sein werden, Hill. Fragen Sie nach Gold und lassen Sie diesen Unsinn über Kithi, Blabla, Narr und Siegel. Okay, Mitarbeiter, der sauer ist. Helfen Sie mir, Sie Scheißkerl! Halten Sie dieses Monster auf! Lassen Sie mich rein! Sie hat sich befreit. Team! Sie haben die Bannkreise unwirksam gemacht! Dann schauen wir uns das mal an. Aber wer hat sie unwirksam gemacht? Raymond? Weil er besessen war? Eigentlich nicht, weil es 2 Jahre später. Okay. Hier ging's los. Sie haben versprochen, dass wir reich sein werden. Geht übrigens zu spät los. Fragen Sie nach Gold und lassen Sie diesen Unsinn übertreten. Helfen Sie mir, Sie Scheißkerl! Halten Sie dieses Monster auf! Lassen Sie mich rein! Joseph Hill und Raymond folterten Usha, um herauszufinden, wie Kathegna betreten werden kann. Sie konnte sich befreien und griff sie an. Hill floh und ließ Raymond allein mit ihr zurück. Halt! Sie hat etwas zu sagen. Raymond, ich habe nach Ihnen gesucht. Wir müssen uns über die untote Maya-Priesterin unterhalten. Sie müssen ihr nichts antun. Sie weiß, was Sie wissen wollen und will mit Ihnen eine Abmachung treffen. Erst wollten Sie Usha erschießen und jetzt erledigen Sie für sie Botengänge? Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Sie hat sich dieses Körpers bemächtigt. Sie will ihnen keine Angst machen. Jemanden als Marionette zu benutzen, ist auch nicht gerade vertrauenserweckend, Usha. Was für eine Abmachung soll das sein? Sie, Auserwählter, müssen in die Tiefen hinabsteigen und in den Kern vordringen. Sie kennt den Weg. Ich muss Kathegna betreten, um diesen Wahnsinn zu beenden. Wenn du mir sagst, wie ich das bewerkstelligen kann, werde ich dir nichts antun. Wie großzügig! Helfen Sie ihr, dann wird sie Ihnen sagen, wie Sie Ihre Bestimmung erfüllen können. Was genau soll ich für dich tun? Töten Sie diesen Zauberer, Joseph. Er lässt Sie nicht in Ruhe. Er wird Jagd auf Sie machen und Sie abermals versklaven. Okay. Das heißt, die Usha ist sogar uns gegenüber ganz nett. Hat sie wahrscheinlich beim ersten Mal nicht festgestellt, dass wir ein Auserwählter sind, als sie uns angegriffen hatte. Warum hast du Joseph nichts gesagt? Warum hast du Joseph nicht einfach gesagt, was er wissen wollte? Was für einen Unterschied hätte es schon gemacht? Der Zauberer verdient es nicht, dieses Wissen zu erlangen. Er wird von Stolz und Gier gelenkt. Sie wollte damit lieber auf die von Kauil Auserwählten warten. Und einer von ihnen sind Sie,
gezeichnet und an sein Schicksal gebunden. Sie sieht es in ihren Augen. Nachdem sie uns angegriffen hatte. Warum soll ich Joseph töten? Und warum nennst du ihn einen Zauberer? Er raubte ihren Körper. Er weckte sie von den Toten und zwang sie wieder zu atmen. Er legte sie in Ketten, um sie zu schneiden, zu stechen und zu verbrennen. Du willst also Vergeltung üben. Sie will frei sein. Doch das kann sie nicht, solange der Zauberer am Leben ist. Aber was ist denn, wenn sie frei ist? Was heißt denn das? Ist sie dann wieder, also frei im Sinne von, sie ist wieder eine Tote? Oder wie soll ich die Gegend gehen und unschuldige Leute töten? Was würdest du tun, wenn du frei wärst? Leben. Wenn ich tue, worum du mich bittest, wo werden wir uns dann treffen? Bei den Steinfingern im Garten der Toten. Geht das auch ohne Geheimniskrämerei? Ich habe all diese Rätsel langsam satt. Sie glaubt, dass ihr Geist dafür gewappnet ist, dieses Rätsel zu lösen. Nach all dem, was ich im Labor zu Gesicht bekommen habe, bin ich auf deiner Seite. Sie wird auf sie warten. Okay. Ah, mein Kopf. Ich kann nicht. Wo bin ich? Gut, wir haben Gedankenspiele bekommen. Das Geheimnis. Okay, also es ist wirklich der helle Schatten, das eine größere Aktion ist, aber es ist doch kleiner. Okay, wir haben ganz viel Gedankenzeug. Alles klar. Also. Hier, Raymond wurde als Grabräuber angeheuert. Joseph Hill hat Raymond hintergangen. Hill heuerte Raymond an, um Ushas Leiche zu beschaffen, aber ließ ihn im Stich, als Usha sich befreien konnte. Das war halt ein Arsch gewesen. Gut. Usha will Joseph Hill tot sehen. Usha hilft mir, wenn ich Hill töte. Usha kann sich nicht selbst an Joseph Hill rächen. Wenn ich ihr helfe, verrät sie mir die Geheimnisse von Tykona nach. Und ich kriege die Geheimnisse natürlich auch, wenn ich wahrscheinlich den Hill befreie, weil dann kann man vielleicht die Usha steuern. Alchemist sucht etwas gegen den Wahnsinn. Okay, warte mal, das machen wir nochmal anders. Das raus. Ushas Versteck. Usha hält sich unter Wasser in ihrer Gruft versteckt. Der Eingang befindet sich auf dem Friedhof und ist mit 5 fingerförmigen Steinen kennzeichnet. Genau das bat mich Joseph Hill herauszufinden. Hill hilft mir, wenn ich Usha finde. Joseph Hill sucht nach Antworten. Joseph Hill hat Usha und andere tot wiederweckt, um mehr über den Wahnsinn zu erfahren, der von Kitikuna ausgeht. Ja, aber er hat Ahnen, vielleicht auch Leute, die früher gelebt haben, beschworen, nur um sie zu foltern, um an Informationen zu kommen. Was macht ihn das da besser? Ich sollte mit Hill zusammenarbeiten. Ja, Joseph Hill benutzt mich nur, um mit Usha fertig zu werden, so wie er auch Raymond benutzte. Man kann ihm nicht trauen. Usha hat Joseph Hill nichts verraten. Usha wurde von Joseph Hill gefoltert, aber gab nicht preis, da er kein Träger der Saat ist. Usha wird mir nichts verraten, das ist eine Falle. Usha will nur, dass ich Joseph Hill töte und wird mir dann nichts über Kitikuna verraten. Und Usha kann etwas über Kitikuna sagen. Ich könnte mit ihr eine Abmachung treffen, um Wissen über das zu erlangen, das nur einer Saat vertraut. Jo. Und damit sind wir bei. Joseph Hill muss sterben. Wenn ich Usha nicht töte, wird sie weiterhin das Blut Unschuldiger trinken. Andererseits kann ich von ihr aus erster Hand erfahren, wie Tykona betreten werden kann. Joseph Hill hat Raymond hintergangen und mich angelogen. Ich muss ihn töten, um Usha zu beweisen, dass ich auf ihrer Seite stehe. So, und ich nehme an, wenn wir das anders drehen hier. Das so drehen und das so drehen. Usha muss sterben. Joseph Hill ist zwar wie besessen davon, Tod zu erwecken und könnte noch gefährliche Kreaturen erschaffen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, den Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Usha ist ein Monster, dem man nicht trauen kann. Ja, ist sie von Anfang an ein Monster gewesen oder habt ihr sie zu einem Monster gemacht mit euren Versuchen? Nee, wir bleiben dabei. So.
Ich soll Joseph Hill töten. Tja, also ich muss ehrlicherweise sagen, das fällt mir diesmal unheimlich leicht, die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das jetzt bösartig ist. Ich meine, er hat mutwillig die wiederbelebt, nur um sie zu foltern. Er hat seine eigenen Leute hintergangen. Klar, ist sie ein bisschen sauer ist. Ich meine, vielleicht wird sie ja anders. Vielleicht bleibt sie auch im Untergrund oder sowas. Aber er hat kein Recht, so mit ihr zu agieren. Und sie schützt ja auch das Ganze, vielleicht aus gutem Grund, nur für Auserwählte zugänglich zu machen. Nee, der Hill ist ein Arsch. Der macht sich für Profit und nichts weiter. Wir sehen uns dann bei Hills Wohnung. Wir erledigen den Arsch. So, wir sind wieder angekommen beim Hill. Und ich würde sagen, wir reden nochmal mit ihm. Joseph, Sie müssen mir einiges erklären. Oh, was wollen Sie denn wissen? Ich weiß, dass Sie eine Vereinbarung mit Raymond getroffen hatten. Mit dem Kerl, der ihn die Mumie gebracht hat. Was ist ihm widerfahren? Nichts, was er nicht auch verdient hätte. Dieser Neuankömmling hatte nur Gold im Kopf. Es ist seine Schuld, dass Usha jetzt hinter uns her ist. Er ist nun Ihre Marionette. Ein besessener, gepeinigter Leib. Und Sie haben zugelassen, dass dies geschehen konnte. Ich? Also ich war nicht derjenige, der Sie freigelassen hat. Kauil ist mein Zeuge. Und warum sollte ich wegen eines Schwachkopfs alles aufs Spiel setzen? Meine Mission ist weitaus wichtiger. Was sind deine Missionen? Ich habe das Labor gefunden, Joseph. Das Labor, in dem Sie mit Hilfe von Asche und Salz Tote wiedererweckt haben. Dann verstehen Sie ja, warum ich Ushas Körper brauche. Sie weiß, was wir beide wissen wollen. Und zwar, wie man Kathegonar betreten kann. Sie haben Tote zum Leben erweckt und dann gefoltert. Das ist abscheulich. Sie sollten nicht vorschnell urteilen, Reed. Was zählen schon ein paar verwirkte Leben, wenn es um das Leid von Millionen von Menschen geht? Diese Toten sind doch nicht einmal mehr Menschen. Diese Geister, diese Monstrositäten sind nur Hüllen eines alten, kurz widerhallenden Bewusstseins. Man kann sie nicht mit den Lebenden gleichsetzen. Das ist deine Einstellung dazu. Gut zu wissen. Das heißt, wenn du mal tot bist und man dich danach immer wieder foltert, dann ist das vollkommen in Ordnung für ein höheres Ziel. Um das Wissen zu erlangen, das Sie als wichtig erachten, haben Sie Usha gefoltert. Warum? Weil sie mir nichts gesagt hat. Ich versuchte, andere Mittel und Wege zu finden, aber ohne den Zauber blieb mir nichts anderes übrig, als auf herkömmliche Methoden zurückzugreifen. Wie zum Beispiel Säure auf sie zu schütten? Dieses Ding war kein Mensch mehr, sondern nur noch ein starrköpfiges Etwas. Mir war gezwungenermaßen jedes Mittel recht. Doch sie sagte nur, dass ich dieses Wissens nicht würdig wäre. Usha bot mir an, mir dabei zu helfen, ins Innere von Kathegna zu gelangen. Was? Das kann ich nicht glauben. Bestimmt ist das eine Falle. Wollen Sie denn nicht wissen, was sie im Gegenzug von mir will? Ich fürchte, das weiß ich bereits. Sie will, dass Sie mich töten. Dane, sie benutzt sie, Reed. Sie weiß, dass ich der Einzige bin, der sie aufhalten kann. Ich habe bereits eine Salbe hergestellt, die verhindert, dass sie wieder zum Leben erweckt werden kann. Bitte, können wir das nicht einfach wie geplant zu Ende bringen? Keine Sorge, Joseph. Ich bin kein Narr, der einem blutsaugenden Monster Glauben schenkt. Ich wollte es Sie nur wissen lassen. Kauil sei Dank. Für einen Moment wurde mir Angst und Bange. Also, wenn es nichts weiter zu bereden gibt, sollten Sie jetzt vielleicht Ihre Suche fortsetzen. Gedulden Sie sich, Joseph. So leicht ist das nicht. Das ist wahr. Beeilen Sie sich bitte trotzdem, die Uhr tickt! So. Ich meine, die Usha, vielleicht können wir sie ja auch noch umbringen, wenn sie wirklich Anstalten macht, Blödsinn zu treiben. Aber mir ist es echt nicht schade um den. Er hat genauso Leid verursacht. Okay. Und er kann nicht wiederbewegt werden. Wir haben die Salbe. Achso, er hat... Okay, die Salbe haben wir sogar bekommen.
Okay. Wir speichern. Ich habe ja alle drei Spielstände ungefähr gleichgesetzt. Ne, den nicht. Okay, das heißt, eine von denen sollte ich mal lassen. Genau, den untersten lasse ich. Und wir versuchen jetzt mal... Sie haben gute Arbeit geleistet. Usha ist zufrieden. Betreten Sie ihr Reich und sie wird Ihnen das Geheimnis der Tiefe offenbaren. Da wir ohnehin schon reden, kannst du mir dieses Herumgelaufene nicht ersparen? Der Leib, durch den sie spricht, würde etwas hören, das nicht für ihn bestimmt ist. Und sie würde es vorziehen, ihn nicht töten zu müssen. Übrigens auch mal ein Hinweis. Sie will den auch nicht töten. Das heißt, sie hat schon mit manchen vielleicht ein bisschen Mitleid. Auch. Ich weiß nur nicht, warum die Instmesser umgebracht wurden. Weil es vielleicht welche waren? Weil es vielleicht Instmesser waren, die irgendwas Unrechtes getan haben? Mal gucken. Wir werden es bei ihr erfahren. Wo finde ich dich? Sie hat ihnen doch von den Steinfingern im Garten der Toten erzählt. Sie ging davon aus, dass sie das verstanden hätten. Kannst du dich nicht klarer ausdrücken? Garten der Toten? Meinst du damit einen Friedhof oder eine Gruft? Sehen Sie, Sie haben es verstanden. Also gut, ich mache mich auf den Weg. Okay, ich hoffe, dass der überlebt. Dann gehen wir mal zum Friedhof, das ist ja hier, und schauen mal, ob wir herausfinden, wo da diese Steinfinger sind. Bis gleich. So, wir sind auf dem Friedhof angekommen und ich muss mal sagen, also diese eine Gruft hier, wo mehrere solche Monolithen rausgucken. Könnten das nicht die Finger sein? Schaut euch das mal an. Das sind 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5. Okay, gehen wir mal rein. Ach, genau, hier hing ja schon so ein Tauchanzug. Das haben wir schon einmal gesehen. Alles klar. Na dann. Ach, das wird wieder eine tolle Reise. Unter Wasser. Ich kenne ja diese Tauchabenteuer. Die waren mit großem Abstand total beschissen. Das langsam bewegen, nicht zwischendurch heilen können und die Viecher, die man nicht töten kann, sondern immer noch hinter einem her sind, während man sich so langsam bewegt. Wunderbar. Phönix aus der Asche. Ja, das passt auch. Phönix aus der Asche, das verstehe ich auch langsam, warum das so hieß. Was ich mal angucken möchte ist, ich weiß aber bei Tauchen nicht, was ist jetzt? Harpunengewehr-Signal. Ach, damit kann man mich heilen. Oh. Okay, muss einfach mal lesen. Man hätte mit RB mich jederzeit wieder heilen können drin. Hätte man vielleicht lesen sollen. So, hier sind mal wieder diese Geysire. Und ein Toter. Dieser meisterhaft gefertigte Kopf sieht wie ein richtiger Schlag aus. Ein richtiger. Ich würde ja gern was mal angucken, aber. Raymond war also nicht der Einzige. So, jetzt gucken wir mal. Passt, geht das wirklich? Ja, man kann sich damit regenerieren. Wie auch immer das funktioniert unter Wasser. Schön, übrigens eine große Kreatur. Hallo. Hallo? Das ist wieder ein Course of Sea. Könnt ihr euch auch gerne mal ansehen. Ist auch ein sehr schönes Spiel. Bisschen mehr Rätsel. Aus der Ego-Perspektive. Walking Simulator ein bisschen mehr. Okay, ich wusste nicht, dass man sich damit heilen kann, also ich habe es einfach nicht gelesen. Das wäre natürlich clever gewesen. Ach, guck an, hier ist ein Gesicht. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Hier sind noch irgendwelche Viecher. Da liegt irgendwas im Grund, was sind das? Steine, Krabben. Da ist der Ausgang, sehr gut. Okay, es macht die Tauchgänge jetzt durchaus attraktiver, dass man sich heilen kann zwischendurch. So, und damit
sind wir gerade? Oder gleich? Ist hier irgendwas? Ah! Ich war in Ruhe. Sind wir gleich bei Usha? Da ist sie. Von was es jetzt alles unter Innsmouth gibt. Alte Ruinen, Höhlen für die alten Götter. So ein kleiner Maya-Tempel. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Uts, Gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Na Moment, die. Das heißt, den Zyklus beginnen wie die Vorgänger. Wir haben bisher gehört, es gab Leute, die sind in der unbedeutlich, also die waren unbedeutsam, weil ihre Namen wurden, hat sich nicht mehr daran erinnern. Denn sie haben es wahrscheinlich wieder schlafen geschickt. Das heißt, eigentlich ist sie auf der positiven Seite, oder? Wir gucken mal. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis, eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Okay, also sie ist immer sozusagen nur dafür da, und teilweise ist sie auch dafür da, den Nächsten zu informieren. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden, den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Shibalba. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind, und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen. Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht, aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie? Sie kennen die Antwort. Die Kirche. Der St. Michael ist oder sowas, der war eine Feueranbeter. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen. Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh,
Sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern. Okay, wir haben in die Tiefen bekommen. Ich muss ehrlicherweise mal ein was ausprobieren. Es tut mir leid. Aber ich glaube, auch sie wird Leid bringen über viele. Was gibt's hier? Okay, sie bringt eine sehr große Arena. Ich würde mal fast sagen, hier hätte man auch einen Bosskampf machen können. Wahrscheinlich mit ihr. Ich habe 84 XP gekriegt. Ich denke mal, das heißt, alles auch hier eigentlich entdeckt, was zu entdecken galt. Kann man hier irgendwas fotografieren sonst? Das sind frische Skelette übrigens. Nicht so angemoost wie manch anderes hier. Ja, mir tut es auch ein bisschen leid um sie. Sie hat mir die Infos gegeben. Ich habe auch zwei Achievements gekriegt, lustigerweise. Aber der Hill hat einfach alte Leute immer wieder erweckt. Das ist ein unheimlicher Arsch gewesen. Und sie ist halt trotzdem eine Vampirin. Und nee. Und sie hat gesagt, sie will leben. Naja gut, wenn sie sich davon ernährt, das wird nicht gut gehen. Ich bin ein Träger der Saat. Wir haben Fähigkeitspunkte, wieder zwei Stück. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hier was reinbuttern soll. Ist alles voll. Ich habe alles, was ich brauche. Das Siegel und das Wissen darüber, wie man in die Tiefen Ktikunars hinabsteigen kann. Ich fürchte, es gibt dann kein Zurück mehr. Daher sollte ich jetzt noch alles erledigen, was ich für wichtig halte. Danach sollte ich zurück auf mein Zimmer und Devil's Reef Hotel gehen, um mich auszuruhen und für ein Ktikunar bereit zu machen. Okay, also wenn ich alles habe... Heißt das, ich muss ins Hotel einfach gehen? Das reicht schon aus? Ich meine, sie hat damit auch ihre Sache erfüllt. Sie hat uns den Hinweis gegeben. Ja, ich fühle mich da auch ein bisschen schlecht, gebe ich gern zu, aber ich glaube, bei der Mission ist es wirklich am besten, wenn wir beide umbringen. Gut. Das wär's dann mit eigentlich gewesen mit der Folge.